Pass von Van Bommel auf Franck Ribéry. Ja, wir haben es in der Halbzeit gesagt. Das Tor wäre hier bei der Flanke für ihn zu finden gewesen, wenn Blatschinkowski früher dazu geht, wenn Dede die innere Linie zumacht. Das sind so Dinge, das muss man den Jungs einfach immer wieder sagen, auch vor dem Spiel, dass so kleine Unachtsamkeiten einfach so im Spiel eine falsche Wendung geben. Und in dem Fall, ja, es ist 2-1 ausgegangen, das nicht bekommen. Hätte natürlich völlig anders aussehen können, klar. Hier wäre es wirklich leicht gewesen. Vielleicht hätte er sogar einen Schritt zurückbleiben sollen, dann hätte Luca Toni im Abseits gestanden. Wir haben es uns vorher ein paar Mal angeguckt, also es wäre sehr knapp geworden. Darauf hätte ich mich auch nicht verlassen wollen. Das wäre keine sichere Geschichte gewesen. Und dass nicht jedes Tor, was in der letzten Spielminute der regulären Spielzeit fällt, in Anwesenheit des FC Bayern München ein Duseltor ist, sondern manchmal auch einfach erkämpft, erarbeitet, erzwungen sein kann, hat Dortmunds Ausgleich in der 89. gezeigt. Groß, wir alle waren völlig fassungslos. Ja, auf jeden Fall. Also man hat gesehen, die wollten unbedingt nochmals alles nach vorne, voller Einsatz und dann schlussendlich Petritsch. Schlussendlich, ich sage es halt gleich, es ist ein Schweizer, kommt aus dem gleichen Dorf wie ich, aufgewachsen bin, aus Neuenhof, also wunderbar. Ja, also, ich freue mich für ihn. Ja, Lucio, der kroatische Nationalmannschaft. Völlig korrekt, ja. Lucio fälscht ein bisschen ab, Philipp Lahm kriegt den Ball nicht von der Linie gekratzt. Das ist das, was ich in Erinnerung habe, der Wernskopf. Aber man hat auch gemerkt, die Bayern waren nervös in diesem Moment. Haben sie aus der Hand gegeben, gewissermaßen? Ja, völlig. Sie haben vorher einfach die falschen Zeichen gegeben. Sie hatten Möglichkeiten zum Kontern. Es war eine große Kontersituation, als Luca Toni den Ball leichtfertig hergibt. Das ist 3-gegen-1 Situation, glaube ich. Da machen sie normalerweise das zweite Tor. Ribéry hat 2-3 Szenen gehabt noch, wo er mit Tempo in die gegnerische Hälfte zieht. Aber auch da nicht mehr mit der letzten Überzeugung. Sie haben wirklich gedacht, heute reicht ein bisschen weniger. Sie waren nicht mehr bereit, diesen letzten Schritt zu machen. Und dafür werden sie beinahe bitter bestraft. Glaubt ihr ganz ehrlich, dass Dortmund, als sie dann da waren, auch als sie den Kreis gebildet haben, das hat man im Stadion gespürt, konnte man greifen, die Atmosphäre in der Mannschaft. Habt ihr da noch an Bayern geglaubt? Habt ihr gedacht, ja, die Bayern kommen immer? Oder habt ihr Dortmund zugetraut, das Ding nach Hause zu spielen? Nein, also ich habe schon gedacht, dass die Bayern das noch... Du hast ja auch 2-1 getippt. Ja. Nein, das ist normalerweise für jede Mannschaft schwierig, wenn man so praktisch den Ausgleich in letzter Minute kassiert, dann tatsächlich zurückzukommen. Aber idealerweise hat man eine individuelle Qualität, die einfach so eine Situation, die das entscheiden kann. Und dieses Tor, das Luca Toni da macht, das machen jetzt nun auch nicht viele, dieses zweite. Und darauf können sich die Bayern schon verlassen. Deshalb waren die sicher auch davon überzeugt, dass sie das Ding noch gewinnen können. Ja, wenn man das ganze Spiel nimmt, in der ersten Halbzeit ist Dortmund fast gar nicht da. Großen Respekt, die Bayern spielen ihr Spiel. In der zweiten wird Dortmund immer stärker, kommt ins Spiel rein, macht ein Pokalfinale draus. Die Bayern geben das langsam ab, dann 89. Dortmund der Ausgleich und dann sind in der ersten Hälfte der Verlängerung ja eigentlich die Dortmunder ein bisschen aktiver. Ja, ist normal. Es ist natürlich auch im Kommen. Also die Bayern mussten das Ding ja wieder umkehren, diesen Spielverlauf. Und das ist eben super schwierig. Ist ihnen eigentlich auch nicht gelungen in der kompletten Verlängerung. Aber Dortmund hatte natürlich auch dann wirklich sehr offensiv gewechselt. Blaschinkowski hat rechter Verteidiger gespielt, jetzt auch nicht gerade seine 1A-Position. Daraus hätten die Bayern sich noch ein bisschen mehr Kapital schlagen können. Mhm. Aber Dortmund hat gekämpft. Dortmund wäre hier heute auch ein verdienter Sieger gewesen. Mhm. Aber am Ende hat die individuelle Qualität entschieden. Und die ist nun mal höher bei Bayern. Wir haben über Knut Kircher gesprochen. Wir haben auch gesagt, 8-2, das ist ein ungewöhnliches Kartenverhältnis bei dem Spiel, was man als Beleg, was als Entsprechung da gewesen ist. Aber man muss auch sagen, und das gehört zur Fairness und zur klaren Behandlung, dass das Team um Knut Kircher in der, ich glaube, 35. Minute eine ganz richtige Entscheidung gefällt hätte. Wenn es anders gelaufen wäre, Urs, und du kannst uns das erklären, hätte das Spiel möglicherweise einen völlig anderen Verlauf genommen. Ich denke auch. Wir sprechen jetzt über ein tolles Pokalendspiel. Wir sprechen über Fußball, wir sprechen nicht über Schiedsrichterentscheidungen. Und das war eben schlussendlich eben Ausschlag geben, dieser Abseitsentscheid. Und das ist eben ein Schiedsrichter-Team. Es ist knapp, wenn es auch hier mit dem Strich, man sieht, er war abseits. Aber hier, wenn er das nicht gesehen hätte, wäre es hier ein Elfmeter gewesen und noch eine rote Karte. Ja, und dann hätte das ganze Spiel einen ganz anderen Verlauf genommen und man hätte eine andere Thematik morgen in der Presse gehabt und der Schiedsrichter hätte das Spiel beeinflusst oder entschieden. Also, ich haben sie alle richtig gelegt. Wunderbar. Mal ein Kompliment am Schiedsrichter-Team. Das hat heute wirklich eine tolle Leistung gemacht. Auch, dass wir eben einen tollen Fußballabend auch erlebt haben. Jürgen? Volker Wetzel. Bitte? Heißt er? Volker Wetzel heißt der Linie. Die Assistenten werden ja nicht so häufig erwähnt und vor allem nicht, wenn es positiv läuft. Und dann aus Baden-Württemberg kommen. Jetzt kommt der Schwabe bei dir noch durch, oder? Genau. Und dann wollen wir schauen und hören, wer noch so enthusiasmiert ist nach diesem schönen Pokalfinale. Vielleicht Franz Beckenbauer im Gespräch mit Dieter Groschwitz. Franz Beckenbauer, herzlichen Glückwunsch zum Pokaltriumph des FC Bayern. Kann man das Ganze, den Verlauf dieses Spiels, so in 2-3 Worten fassen? Ja, ich versuch's einmal. Ja. Der FC Bayern hat als Favorit auch sehr gut begonnen, eine halbe Stunde lang überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen, wer das Spiel gewinnen wird. 1 in Führung gegangen. Die Dortmunder, glaube ich, haben in der 30. Minute zum ersten Mal überhaupt aufs Tor geschossen. Und dann hat der FC Bayern den Spielbetrieb eingestellt und hat die
Dortmunder aufgebaut. Naja, und es bedürfte dann einer Verlängerung, um dieses Spiel noch zu gewinnen, auch Platzverweise und so weiter. Also es ist für die Dortmunder dann letztlich sehr unglücklich gelaufen. Sicherlich FC Bayern verdient DFB-Pokalsieger, aber auch etwas glücklich. Haben Sie gezittert oder sind Sie ruhig geblieben? Ja, ich bin an und für sich schon ruhig geblieben, denn ich habe mir also über weite Strecken das Spiel nicht vorstellen können, warum man jetzt das Spiel so aus der Hand gegeben hat und dann eigentlich nicht mehr so richtig zurückgefunden hat, bis auf ein paar wenigen Situationen. Also da hat man natürlich schon eine gehörige Selbstverschuldung dann auch ins Spiel kommen lassen. Vielen Dank, Franz Beckenbauer. Danke. Luca Tonis 35. Pflichtspieltor in der ersten Saison für den FC Bayern München war der Siegtreffer heute Abend im Pokalfinale, das 2:1, über das wir schon ein bisschen gesprochen haben. Und alle Fußballfans dürfen jetzt mal selbst entscheiden. Hat er da gewollt oder wurde ihm da gewollt? Angeschossen oder mitgedacht? Hier ist der Siegtreffer. Wir brauchen ein paar Zeitlupen, um das Wollen tatsächlich zu belegen. Ich glaube, im ersten Augenblick hat man schon das Gefühl. Vielleicht wollte er noch stoppen. Aber es ist... Man kann keine 35 Mal Glück haben. Der Mann steht immer richtig. Ja. Er hat eine unglaubliche Qualität im Strafraum. Das ist wirklich verrückt. Er ist immer präsent, er ist immer hellwach. Er rechnet auch mit dem Schuss von Podolski. Also nicht so, dass er den Ball gegen einen steifen Fuß bekommt, sondern er ist wirklich da. Er gibt ihm eine Richtung mit. Mhm. Das ist klar, das ist ein gewolltes Tor. Ob er es so gewollt hat, er hat zumindest nichts dagegen gehabt. Einigen wir uns darauf. Ja. Und freuen wir uns darüber, erstens, dass wir so einen schönen Fußballabend haben erleben können hier im ZDF. Zweitens, dass der Fußballabend weitergeht im aktuellen Sportstudio mit Michael Steinbrecher. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Urs Meier und bei Jürgen Klopp. Danke für die Informationen und für die Gesprächsbereitschaft. Wir schauen einmal noch die wunderbare Oliver Kahn-Parade an, die er gehabt hat, wo er abgetaucht ist, mit der linken Hand das Ding rausgeholt hat. Hier, Kringes Schuss. Und dann Olli Kahn, der ist gewissermaßen fürs Fußballmuseum. Und dann wollen wir mit dem Helikopter, Sie sind herzlich eingeladen mitzureisen, rübergehen zu den Kollegen des aktuellen Sportstudio und wollen bei Michael Steinbrecher mal nachhorchen, was genau ist Partysache bei euch, wer wird da sein, wer feiert mit?